Und brauche nicht mehr ständig BMTs zu bauen, um die losjagen zu können. Bestätigt. Jawohl, Sir. Breche auf. So, die Panzer jagen wir mal rüber. Jawohl, Sir. Bestätigt. Sehr gut. Konstruktion fertig. Ein schönes Loch klafft jawohl, nun Sir, an der Basis der GDI. Jawohl, und der Panzer Sir, fährt einfach mal durch und versucht die jawohl, Infanteristen Sir, da noch auf. Zu überrollen irgendwie. Jawohl, Sir, ich hoffe, er schafft das. Jawohl, Sir. Breche auf. Er schafft es natürlich nur teilweise. Das war ja klar. Gut, der wird nicht bemerkt. Das freut mich sehr. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Haha, geil. Finde ich ja gut, dass er nicht besonders bemerkt wird. GDI-Gebäude. Lässt bitte den nächsten raus. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir es so. GDI-Gebäude erobert. GDI-Gebäude erobert. Jo, direkt sauber einkassiert. Wunderbar. GDI-Einheit zerstört. GDI-Einheit zerstört. GDI-Einheit zerstört. Sauber. So, damit dürfte sein Befestigungsturm jetzt nicht mehr funktionieren. Jetzt besetzen wir noch die Kaserne und dann können wir schön vor Ort Invasoren bauen. GDI-Gebäude wurde erobert. Sehr gut. Da sein Turm außer Gefecht ist, können wir uns jetzt in Ruhe seines Wüstenjägers annehmen. Sehr geil. Ich freue mich. Und das richtig. Sehr, sehr geil. Ja, lass die Waffenfabrik mal in Ruhe. Ich will die ja verkaufen. GDI-Gebäude wurde erobert. Einheit bereit. Ich finde das so geil. Und dann klauen wir uns noch seine Radarzentrale. Damit sind jetzt auch seine Flugzeuge Geschichte. Zerstört jetzt mal bitte den. Er bewegt sich gerade so schön nicht. Sehr schön. Gut. Das Einzige, was er jetzt noch bauen könnte, um mir gefährlich zu werden, wären... Orcas, aber das räume ich gleich mal auf. Ebenfalls aus dem Weg diese Gefahr, indem ich seine Türme weghaue. Ah, da ist doch ein Wachturm. Feindlicher. Zerstört schon mal das Silo da oben. Das könnt ihr machen. So, und die Panzer fahren auch schon mal hoch. Oh, was haben wir denn da? Feines. Super. Er verkauft das Gebäude. Was erhofft er sich davon jetzt? Ich weiß es nicht. Wir holen uns auf jeden Fall nochmal einen Bazooka-Infanteristen. Einheit bereit. Und rein. GDI-Gebäude wurde erobert. Sehr gut. Ich könnte ja nochmal... Nein, kann ich nicht. Ich kann echt keine Orcas bauen. Was ist das denn? Okay, dann verkaufe ich die eben halt. Ich die schon nicht bauen kann? Ich hätte jetzt echt gelacht, wenn der Befestigungsturm jetzt noch aktiv wäre. Ehrlich. Ich glaube, bei der KI ist ja bekanntlich alles möglich. Okay. Ich glaube, wir haben eine Nuklearwaffe erbeutet. Let's play. Und dann werden wir uns jetzt das letzte Gebäude der GDI schnappen. Den Befestigungsturm. Feuer! Zerstört ihn! Yeah! Geil! Das war die 8. Mission! Yeah. Super! Läuft! Ich denke übrigens mal, dass es jetzt wesentlich langsamer vorankommen wird als in der ersten Session. Also da haben wir ja locker flockig 7 Missionen gerockt. Ich glaube, das wird hier anders sein. Sehr geil! Sehr, sehr geil! Und dann gucken wir mal, was uns jetzt erwarten wird in der 9. Mission. Ja, wir haben das Zentrum Afrikas gesichert. Sehr gut. Oh. Oh, skandalös. Marokko ist wieder frei und Ägypten ist in GDI-Händen. Das geht ja gar nicht. Ägypten, 23.154.000 Einwohner. Entbehrlichkeit 45%. Hauptstadt Kairo. Regierungsform Demokratie. Korruptrate der Regierung 3%. Also sehr gering. Wert 39,2 Milliarden Dollar. Krisengebiet Luxor. Militärische Stärke annehmbar. Militärischer Widerstand 100%. Hallo.
Unser Feldzug in Afrika läuft gut. Aber die Festungen in Ägypten wurden durch GDI-Angriffe vom Nil geschwächt. Einer unserer Stützpunkte steht unter Beschuss und ich schicke dich als Verstärkung. Entferne die GDI ein für allemal aus dieser Gegend. Und dabei könnte dir vielleicht diese neue Waffe ein wenig Unterstützung leisten. Zug. Ja, also wir haben jetzt erstmal zwei Dinge erfahren. Erstens, Kane weist uns jetzt persönlich in die Mission ein und wir haben jetzt eine neue Waffe, nämlich den Flammenwerferpanzer, auch bekannt als die Fackel der Erleuchtung. Und ich muss dazu sagen, er ist nicht ganz so effizient, wie er hier gezeigt wird. Also er ist zwar gegen Infanterie und gegen Gebäude verheerend, das ist richtig, aber gegen Fahrzeuge ist er leider äußerst empfindlich. Und Nummer 2, auch die Bruderschaft von Nord verfügt natürlich über Kommandos. So, und wir werden jetzt erstmal uns hier durch die Gegend schleichen und die GDI auslöschen. Also dessen Truppen. Ich glaube, das ist sogar die Mission, wo Dennis die meisten Schwierigkeiten in seinem Let's Play damals hatte. Ich weiß, ich erwähne den Dennis ziemlich oft, das tut mir leid, aber ich kenne keinen anderen, der den Tiberium-Konflikt tatsächlich Let's Played hat. So. Also es gibt sicherlich noch andere Personen, die Tiberium-Konflikt Let's Played haben. Aber so wirklich aktiv geguckt habe ich nur das von Dennis, vom Tsutsui. So, ich glaube, hier müsste auch schon die Basis sitzen. Ja, das sieht gut aus. Wo er uns ja als Verstärkung schicken wollte, genau. Ja, genau, sehr gut. Dann fangen wir auch gleich mal das Bauen an. Ich denke mal, dass das Sammler gleich die Raffinerie verlassen wird. Konstruktion fertig. Das würde mich jedenfalls nicht überraschen. Denn ihr seht richtig, wir können uns keine Raffinerie leisten, aber eine Hand von Nott. Erstmal die. Konstruktion fertig. Und dann natürlich auch dementsprechend Invasoren. Mir ist durchaus bewusst, dass Verstärkung da ist, aber ich werde mich nicht weiter groß um sie kümmern. Also nicht kümmern und auch nicht kümmern können. Stellen wir auch schnell, damit er wieder in die Raffinerie zurückkehrt. Ja, Sir, kein Problem. Meine Güte, der nimmt ja einen riesigen Weg auf sich. Jawohl, Sir. In Ordnung. So, dann bauen wir ganz schnell Bazooka-Infanterie, die werden wir nämlich brauchen. Geht klar, Sir. GDI-Gebäude ja. Wurde erobert. Einheit sehr geil, und dann bauen wir sofort gebaut. Eine Flarak-Stellung. Die werden wir ja sowas von brauchen. Hä? Schon dabei. Da sind ein paar Bazooka-Infanteristen. Schon dabei. Jawohl, Sir. Kann ich die rüberholen? Ich weiß es nicht. Nordeinheit scheiße. Zerstört. Das war sehr erfolgreich. Zerstört. Ja, was soll's. Ist hä? Egal. Nordeinheit zerstört. Tut mir leid, Brüder. Ich musste euch opfern. Ja, Sir, kein Problem. Schon dabei. Ein Panzer? Ich hab keine Panzer. Ja, kommt nur her. Das finde ich doof. Wieso hat der schon Panzer und ich nicht? Nordeinheit zerstört. Super. Hat ja hervorragend geklappt. Wieso sammelst du nicht? Sammel doch, du Honk! Sammel um unser Leben! Konstruktion fertig. Danke. Das ging ja gar nicht gerade. So, gleich erstmal eine Flarak. Und dann müssen wir leider sparen, bis wir uns ein Flugfeld leisten können. Zur Not nehme ich auch erstmal Bazooka-Infanteristen, aber... Alter, sammel! Nordeinheit zerstört. Uah, habe ich mich gerade erschrocken. Scheiße. Super, mein Kommando ist weg. Klasse. Unsere Basis wird angegriffen. Ich freue mich. Wird gebaut. Jetzt müssen wir uns auch noch mit den GDI-Truppen hier ärgern. GDI
Junge, ein bisschen mehr Fortschritt bitte, ja? Danke. Schön, dass sie sich so auf meine Flachabstellung fixieren. Das heißt nämlich, ich kann mich in Ruhe um das... Oh, nö. Kommt ein neuer Panzer angerollt. So. Ich glaube, ich sollte erstmal Geschütztürme bauen, wa? Eieieiei, hier ist was los. Och nee, jetzt schickt er auch noch Infanteristen auf meinen Sammler. Warum sammelst du nicht? Ich verstehe das nicht. Normalerweise müsste er sofort sammeln, mit Begeisterung. Aber er tut's einfach nicht. Ach du Scheiße, der ist auch noch fast im Arsch. Ich glaube, das lade ich gleich mal neu. Jo, das lade ich neu. Danke. Danke, das kennen wir schon. Du Scheiße. Wie soll ich das denn machen? Verstärkungen sind eingetroffen. Da kriegt man gleich einmal richtig schön auf die Fresse. Verstärkungen sind eingetroffen. So habe ich mir das definitiv nicht vorgestellt, sage ich ganz ehrlich. Schon dabei. Kein Problem. Schon dabei. Stirb. Wird erledigt. Kein Problem. Kein Problem. Also ich sollte möglichst versuchen, die Bazooka-Infanteristen zu retten. Die Invasoren werde ich nicht retten, weil das kostet zu viel Zeit. Das fand ich richtig fies, dass er gleich mit mehreren Kampfpanzern und sonst was ankam. Das war richtig gemein. Das war richtig übel. Aber stimmt, ich hatte bei der Mission auch immer Schwierigkeiten gehabt, ja? Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich das nur, in Klammern, nur auf als Nebenprojekt mache, weil ich bei dieser Mission ziemlich oft hängen geblieben bin und daran verzweifelt bin, sag ich ganz ehrlich. Also ich bin kein großer Freund dieser Mission. Ich finde das echt blöd, dass der Sammler genau dann rauskommt, wenn wir hier... Nee, das ist doof. Das ist echt doof. Genau, töte die Mann schön. Kommst du da überhaupt durch? Ich weiß es jetzt nicht. Natürlich nicht. Super. Hat sich ja echt gelohnt, dahin zu gehen. Wo ist mein Sammler eigentlich? Ach nee, es ist ja noch gar nicht meiner. Ich wollte gerade sagen. So. Wird erledigt. Okay, das heißt, wir werden jetzt mal mit unserem Kommando versuchen, die Bazookas da irgendwie rauszuholen, weil die werden wir brauchen, die Jungs. Okay, ist da noch was? Nö. Okay, Brüder, kommt rüber. Ich werde euch brauchen. Jawohl, Sir. Wird erledigt. Kommt her, Brüder. Ich bringe euch in Sicherheit. Ich hoffe, dass jetzt nicht rein zufällig ein Flugzeug vorbeikommt und die dann weghaut. Das wäre jetzt echt scheiße. Weil die Flugzeuge, die sind auf der Seite der KI sind sie interessanterweise sowas von genau. Also, da zieht man echt seinen Hut vor. Wie genau die sind, wie präzise. Und dann werde ich auch nicht als erstes eine... Ja doch, ich werde trotzdem eine Flachabstellung, denke ich mal, als erstes bauen. Weil ihr habt ja gesehen, er setzt seine Flugzeuge und das alles ohne irgendwelche Gewissensbisse sofort ein. Also da kriegen wir echt gnadenlos auf den Arsch. Okay. Das haben wir schon mal. Oder ich baue erstmal Geschütztürme. Genau, ich baue erstmal Geschütztürme. Erstmal eine Verteidigung aufbauen, bevor wir uns um die Luftwaffe kümmern können. Und vor allen Dingen, ich werde dich im Auge behalten, Sammler. Wehe, du arbeitest nicht. Dann gibt's Ärger. Konstruktion fertig. So. Kein Problem, okay, wir haben schon mal einen Geschützturm. Schon mal eine gute Basis. Und dann würde ich sagen, gleich direkt ins Flugfeld. Kein Problem. Kein Problem. Okay. Ja, das habe ich mir gedacht. Da kommt schon der erste Panzer angeschissen. Oh. Es ist so von Arsch, ey. Echt. Jawohl, Sir. Kannst dich nicht mal in Ruhe aufbauen. Da kommt gleich schon der erste Panzer angeschissen. Er kann sich von mir aus gerne da festbacken. Da habe ich kein Problem mit. Backen, vor allem. Nicht backen.
festbacken. Jawohl, Sir. Schon dabei. Oder ihr zerstört ihn. Das geht natürlich. Jawohl, Sir. Der hat einmal geschossen. Sir. Die haben gleich so viel verloren. Das ist echt nicht zu fassen. Jawohl, Sir. Bestätigt. Schon dabei. Ich habe nur keinen Bock darauf, dass jetzt jeden Augenblick hier die Luftwaffe vorbeischaut. Jawohl, ich speichere das mal unter Glück. Und dann versuche ich mal, das Tempo zu erhöhen. Weil ich finde, das ist echt die schwerste Mission von allen. Bisher. Also von den bisherigen Missionen. Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, es war schon mal gar nicht so verkehrt, einen Geschützturm zu holen. Das ist gut zu wissen. Trotzdem muss ich aufpassen, dass er mich nicht gleich gnadenlos wegrasiert mit seiner Luftwaffe. Deswegen werde ich mal einen Schützen bauen. Zum Opfern. Gehen wir gleich da hoch. Weil den Kommando würde ich ganz gerne behalten. Den kann er von mir aus weghauen, den Schützen. Da habe ich kein Problem mit. So, und dann speichern wir das eben nochmal unter Glück. Dann heißt es beschleunigen. Denn ich brauche Kohle für das Flugfeld. Nordeinheit zerstört. Aha, er hat meine Invasoren weggehauen, okay. Das kann er durchaus gerne so machen. Okay, er fällt auf meine Opfer rein, das finde ich gut. Und er haut seine eigenen Einheiten dabei weg. Okay. Manch anderer würde sagen, das ist krass krank. Ist es auch. Aber okay. Ich wäre jetzt leid, wenn ich hier so ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen muss. Aber irgendwie müssen wir... Boah, schon wieder ein fetter Panzer. Das ist nicht zu fassen, ey. Ja, genau. Schön auf meinen Sammler. Richtig. Alter, der hat Truppen. Davon träumt man nachts, ey. Echt. Das ist nicht zu fassen, ehrlich. Was der schon für Truppen hat. Werd immer so freundlich. Du darfst auch gerne mitmachen. Ja, genau das habe ich mir gedacht, dass er auf meine Bazooka-Infanteristen scharf war. Ah, das Flugfeld ist endlich fertig. Meine Fresse. Super. Warum sagt mir keiner, dass da direkt ein... Oh, Alter. Im Ernst. Das hätte mir viel Zeit erspart. Woher soll ich das bitte wissen, dass da... Ich fühle mich gerade ein bisschen gedisst vom Spiel. Oh, nur ein bisschen. Das ist gemein. Echt. Okay. Ich würde ganz gerne erstmal einen zweiten Sammler bestellen. Wird gebaut. Das ist ja richtig fies. Und parallel dazu bauen wir mal neue Bazooka-Infanteristen. Die brauchen wir nämlich. Und zwar dringend. Einheit bereit. Wird gebaut. Na super. Einheit bereit. Das kommt auch noch dazu. Klasse. Konstruktion fertig. Da kommt echt Freude auf. Bestätigt. Ehrlich. Nicht nur, dass du dich mit denen... nee. Das geht ja gar nicht. Verstärkungen sind angetroffen. Nicht nur, dass du dich mit deren Panzern rumärgern musst, du musst dich auch noch zusätzlich mit deren Schiffen rumärgern. Super. Alter, das Schiff verursacht so viel Schaden. Ich hoffe, dass jetzt innerhalb kürzester Zeit ein Sammler in die Raffinerie kommt. Genügend Geld für einen Geschützturm liefern. Nein! Scheiße! Mal ehrlich, Leute, wie kaputt seid ihr eigentlich? Also die Entwickler meine ich, nicht euch. Alter, das ist ja richtig fies. Das ist so eine richtige... Oh! Das ist so eine richtige Mac-Arschloch-Mission. Entschuldigung, aber das ist so. Eine richtige Mac-Arschloch-Mission. So. Alter Schwede. Eieieiei, okay. Hoffen wir mal, dass die KI trotzdem so doof ist und auf das Opfer reinfällt. Konstruktion fertig. Dann werden wir gleich nach dem Flugfeld einen Geschützturm bauen und da unten positionieren.
damit dieses Scheißschiff gleich mal eine dementsprechende Begrüßung kriegt. Das geht ja gar nicht.